Moneymaker Popcorn grüßen euch auf unseren Tisona-Channel ganz herzlich und ja, danke erstmal für das Abonnieren und für die zahlreichen Aufrufe. Ja, es gibt erstmal neuen Content und könnt ihr euch den ganzen Dreck mal erstmal weiter anschauen und starten wir mal heute hier ganz locker, gasen wir mal an. Der Mann hat sich jetzt ein paar neue Tisona-Schuhe bestellt und ich habe mir jetzt erstmal neues Tisona-Toilettenpapier bestellt und zwar ja, Spezialanfertigung, ne? Da halten wir euch auch noch auf dem Laufenden. Es geht weiter. Du da am Rumklappern hinten? Was? Klappert hat da hinten so doof rum. Hör mal. Ja, das ist ein Kaltstart, wie man so schön sagt. Und hier riecht es ja, wie er aussieht mit solchen Kaltstärken. €20 drauf und man spielt gerade mal 3 Minuten. Nee, noch nicht mal 2. Gerade prickelnd aus hier, ne? Ja, mal so. Ups, kleine Wiederbelebung. Dieses Spiel hat ja den großen Vorteil, dass immer die Schwerter noch zwischendurch mal reinkommen, ne? Immer so kleine Gewinne dann halt kriegt, um zu überleben. Ne? Das ist ein Vorteil im Spiel. Bist du da hinten schon am Gasen? Und saug her. Der ist auf der anderen Seite, der ist so am Rumkloppen auf der Geräte, denn da ist bis hierhin. Ein schmutzfreier den. Auch mal so ein paar Kommentare schreiben, ob ihr mit der Qualität zufrieden seid. Ich bin gerade im Xiaomi-Gerät am Film und ob der Klang gut ist, Auflösung. Jeder hat ja ein anderes Empfinden dafür. Ob die Qualität im Ganzen gesehen ganz gut ist. Ne? Ja, Leute, die Spiele bleiben aus hier und Rasur l'amour, wie man so schön sagt. Er muss in den Turnus noch rein. Und ich glaube nicht, dass er zum Gerät ist. Das ist eine Vermutung.
Immer noch am Krauchen hier, Digga. In der Fisch. Ja. Ein bisschen länger gedauert. Ich habe gedacht, der kommt gar nicht rein, aber man täuscht sich ja sehr oft. Ja. Ja, spiele. Traumstart, ne? Mit Tisoner Verhältnisse. Alles läuft rund. Guck mal, Digga. Was ist los? Naja. Läuft alles rund. Hä? Ja, mal alles toll. Gut, ne? Bis jetzt, ja. Bis hinten ein, zwei, das ist schön. Mach doch weiter auf der. Also, das ist fürchterlich. Das küttelt er ab, wa? Ne. Mach die Kieme zu. Ja, vor allen Dingen auch keine Wappen da, wa? Schön. Schmutzige Wappen. Ja, das ist ein Schmutzpriester. Schade. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt die Wappen gibt. Okay. Schmalz. Guck mal, wie der Gaul, guck mal, wie der guckt. Ja, er guckt doch. Könnte Özil sein. Also, ein bisschen aggressiv guckt der, ne? Könnte Mesut gewesen sein. Meinst du? Ja. Dann wird er in den Programmen geschrieben, aber im Lausenden. Oh, guck mal. Zu spät, die Kasse. Die ist ja. Ah, okay. Ja, ein weißt du, ein Schmatz, Digga. Schmatz für den. Oh, jetzt muss ich mich ja sogar noch hier. Dann geht weiter, Leute. Ich kann ja noch mehr gucken, ne? Lass mal so. Übrigens auch ein Spiel, mal so nebenbei erwähnen, das auch nicht mit Jackpot spielbar ist. Ne? Warum auch immer, keine Ahnung. Das sind alle so die Geheimnisse von dem Herrn Bausemann. Warum die sowas handhaben, dass gewisse Spiele mit Jackpot nicht möglich sind. Vielleicht ist die Quote da höher, man weiß es nicht. Auch das sind alles nur Vermutungen. Und ist das schon mal bei dir passiert, Dicken? So, morgen wieder nie geduscht, wa? Ach, was war? Da müsste eigentlich was passieren. Ich möchte einmal von dir hören, dass du an dieser Baustelle sagst, ich bin 500 vorne. Das ist so einfach, so ich dachte. Das ist ehrlich. Aber komm, lass mal stecken, die anderen Buden, die sind auch schon ziemlich kaputt, ne? Ja.
Ja, der krammelt so ein bisschen vor sich rum, ne? Anzeichen nicht. Also Wappen jetzt gar nicht, ist tot. Aber du weißt ja, kommt so überraschend. Was ist denn da am Rumlutschen? Ja? Ja, Leute, lässt alles auf sich warten, oder? Er ist nicht drin. Schwerter? Auch noch nie gesehen. Dreigartig. Hält sich immer noch. Hält sich noch. Jetzt, weiß man, macht keine Anzeichen so mit Waffen, aber hält sich noch. Du weißt ja, die brauchen immer ihre 50 bis 70 Umdrehungen, ne? Und dann fangen die an. Das ist ja, das wird's ja nur gewinnen. Brauchst ja immer zwischen 50 und 70 Umdrehungen, brauchen die schon. Ja. Ja. Ja, Leute, sieht nicht so toll aus jetzt hier. Einmal drin gewesen und ich würde mal sagen, dann machen wir mal einen Cut an der Stelle. Nicht vergessen zu abonnieren. Moneymaker und Popcorn hier vor Ort und es geht weiter. Bleibt dran, es gibt schöne Tisona-Rutschen in nächster Zeit. Und ciao.